So, da sind wir wieder auf der Suche nach Tesla, aka Albert. Der, denke ich mal, nicht so schwer zu finden sein darf. Ich habe, glaube ich, noch im Kopf, ich glaube, der hat einen Schnurrbart, der Typ. Den Opal, wir wissen, wo der ist. Haben uns eingebrannt. Ja, die Mädchen tanzt nicht so wie das wie die andere. Ja, die ist halt einzigartig, unsere gute Nina. Deswegen tanzt jetzt auch in unserem Schloss. Macht die Männer heiß. Tja. Könnte unser guter Tesla sein. Oh, das sieht doch gut aus. Wer seid ihr, Leute? Ich bin ganz normal. Ein ganz normaler, gewöhnlicher Bürger dieser Stadt. Du bist Tesla, der Schreiber, richtig? Gott, nein, mein Name ist Albert Onyx. Meine Menschen haben hier schon seit Generationen gelebt. Ach, wirklich? Dann, wie ist denn der Name deiner Mutter? Ihr Name ist Marianne Onyx. Und dein Vater? Ich glaube, das war Ellen Onyx. Großmutter. Lass mich sehen, Lea Onyx. Hey Tesla. Ja? Ich meine, das ist nicht mein Name. Tesla. Wie gibst du auf? Okay. Matthew will mich, richtig. Ich wollte eigentlich ein ruhiges Leben führen, aber. Hör auf, hier jetzt so rumzujammern, sondern mach dich bereit abzuhauen. Okay, mein Gott. Was für ein Unglück ich nur habe. Zurückgeführt in ein Leben der Gewalt. Denkst du, es ist in Ordnung, ihn selbst gehen zu lassen? Was soll er sonst tun? Er will ja nicht mit uns wandern. Chucks behandeln Menschen, als wären sie Banditen. Das ist, weil du ihn erschreckt hast. Weil du ihn sehr erschreckt hast, Viktor. Junger Meister, wir sollten jetzt zurück zur Kroneburg gehen. Ja, keiner wartet schon mit ein paar Fuselflaschen. So. Black Paint. Gut, diesen Farbkram, den kann ich logischerweise auch erstmal ablegen, übrigens. Quasi zur zweiten Etage. So, und dann geht's wieder hoch zu unseren werten Freunden, den Planern. Die haben sich ja jetzt leicht vermehrt. Ich kann es übrigens immer wieder sagen, mein Lieblingscharakter ist der gute Luke. Da warten wir natürlich noch die richtigen Sachen auf das richtige Equipment, damit ich den auch dauerhaft mitnehmen kann. So. Guck mal, Jack, du bist zurück. Was hat dich hätte sich gereimt? Commander Jack, you are back.
Wir haben alle möglichen Präparationen oder nötigen Präparationen getroffen. Kimberly und Tesla haben wirklich hervorragende Arbeit für uns gemacht. Ich bin ein Perfektionist. Pin. Ich habe das auch ganz gut gemacht, hoffe ich. Wie exzellent das, exzellent Arbeit. Guck mal, Jack. Was siehst du hier? Achso, was du hier siehst, sind gefälschte imperiale Papiere. Millisignatur, die offiziell imperiale Siegel ist hier drauf. Perfekt nachgeahmt. Mit diesen Papieren können wir direkt nach Sonia Prison zum Sonia Gefängnis gehen. Bitte befreit Dr. Liu Kahn. So, hervorragend. Und damit gehen wir jetzt nach unten ins Basement, beamen uns nach Antai, die nächste Stadt, die dran liegt an die nächste Stadt, die dran liegt an dem Gefängnis. Und wandern dann dahin und schaffen das hoffentlich noch. Bevor ich mich an den Herd stellen muss. Ich werde es auf jeden Fall zur Vorsicht speichern. So. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir da schnell hinkommen. Am besten genauso schnell durch. Ja, zumindest brauchen wir das Geld für Fusumu nicht mehr ausnehmen. So. Ich hab gerade meine kleine Katze hier auf dem Schoß, die hoffentlich keine Scheiße macht. Jetzt reißt sie mir gerade das Mikro aus dem Ohr, das ist schon mal hervorragend. Geh runter. So. Dann können wir weitermachen. Das war jetzt unnötig, also das können wir uns also sparen, dass mit Blick diesen Zauber machen. Aber wir sollten Defensive machen. Thank you.
der bringt viel mehr Durchschlagskraft. So, und dann reicht es auch, wenn wir mit den anderen draufhauen. Wir einen schon noch ohne benutzt haben. Oh, das mit dem Mikro nervt jetzt gerade. So. Jetzt müsste ich nur noch schnell zu Sonja prissen. Aber ich glaube, das war das hier unten. Jawohl. Das? Ach so, okay. Sir! Aber wahrlich, Soldat. Wir haben unsere Befehle von General Milch Oppenheimer. General Milch selbst. Ja, Sir. Das stimmt, Sie sind richtig. Bitte enter. Bitte passieren Sie. Hier einfach wieder drauf. So, Vorsicht, falls es nicht reicht, noch mal eine Unite-Attacke. Aber na gut, okay, das ist alles Pipapo quasi. Es gibt schön Punkte. Wir reichen sogar mit dem Helden mal Level 30. Ich kämpfe schon seit der ersten Aufnahme heute mit Level 29. Oh Mann, das ist ja sogar richtig eine... Und hier haben wir einen Speicherkristall, den werden wir gleich benutzen. Aber erstmal schauen wir uns weiter um. Das mit dem Speicherkristall ist aber schon mal sehr praktisch, denn wie gesagt, eventuell muss ich gleich die Aufnahme abbrechen. Silver Necklace. Das wäre was für ein Tier. Ja. Das können wir allenfalls dem guten Kurumimi geben. Schlangenbeschwörer oder sowas. Viele Punkte geben die uns leider auch nicht. Können wir hier schon mal speichern? Und uns noch ein Stück umschauen. Glück dadurch müssen wir einen Befehl weniger eingeben. Ja. Und der ist dann quasi auch zerscheppert. Das war der Eingang. Vereinigungsattacke machen. Jack drauf. Sterling, der kann vielleicht noch Victor unterstützen da hinten. Falls er den Viperman nicht allein schafft. Aber okay, das war sogar ein bisschen mehr, als er sollte.
Das ist sehr schön. Antitoxin. Gut, beenden wir die Aufnahme und ich gucke, ob ich noch eine schaffe. Bis gleich.